Hallo, ich habe heute ein richtig cooles Neuheitenvideo für euch. Ihr liebt ja meine DM-Neuheiten und ich liebe es auch, diese Videos zu drehen. Und ich war mal wieder in der Drogerie und habe geschaut, was es Neues gibt. Das sieht jetzt irgendwie voll unspektakulär und leer aus. Aber ich verspreche euch, da sind coole Teile dabei. Ich greife einfach mal direkt rein und die erste Sache, die ich da rausfische, ist eine Neuheit von Balea. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich denke mal auch warm. Bei mir ist es heute aktuell, wir haben aktuell 10.29 Uhr und wir haben bereits 24 Grad. Wow, 24 Grad. Und das um die Uhrzeit. Also es wird heute richtig, richtig warm. Allgemein, letzte Zeit war es ja mega heiß, wahrscheinlich in den meisten Teilen Deutschlands. Und da fand ich dieses Produkt ganz passend. Und zwar ist das von Balea ein neues Bodygel, Aloe Vera. Und zwar ist es natürlich besonders geeignet, wenn man ein bisschen mehr in der Sonne war. Auch, glaube ich, wenn man ein bisschen Sonnenbrand hat, den man am besten gar nicht erst kriegen sollte. Das ist mit 10% Aloe Vera. Ich habe keinen Plan, ob das viel ist. Es klingt erstmal eigentlich wenig, weil ich frage mich dann, was ist der ganze Rest? Aber gut, ich werde das jetzt mal auftragen. Ich habe das den einen Tag schon mal benutzt, weil ich da so trockene Beine hatte. Und erstmal, der Geruch ist mega gut, wirklich. Also wenn ihr Aloe Vera mögt, dann werdet ihr das lieben. Es riecht einfach mega erfrischend, mega pflegend. Mich erinnert das auch irgendwie voll an Urlaub. Und ja, also das ist halt auch sehr kühlend. Also wenn ich jetzt meinen Arm nur so bewege, dann merkt man schon, wie kühlend das ist. Zieht auch ganz, ganz schnell ein. Ist jetzt eigentlich praktisch schon weg. Die nächste Sache ist das hier. Und zwar ist ein Duschgel. Da war nämlich ein riesiger Aufsteller von Palmolive. Denn Lena Gerke hat eine Limited Edition rausgebracht mit Palmolive. Und da gibt es zwei Sorten. Einmal hier Forever Summer und noch eine andere. Aber ich habe an beiden gerochen und dieses andere mochte ich jetzt gar nicht. Aber Forever Summer, finde ich, riecht sehr gut. Ich muss aber sagen, es riecht sehr stark wie eins von Palmolive, was man schon so kennt. Und abgerundet durch warme Nuss- und Sandelholznoten. Okay. Also, hier ist auch so eine Kokosnuss drauf, paar Blumen, dann so eine Nuss. Ich glaube, ihr müsst da einfach dran riechen. Ich finde, es riecht sehr gut. Also, ich finde, man riecht auch Kokos ganz gut, muss ich sagen. Und ja, es erinnert mich halt sehr, sehr an Urlaub und auch sehr an Sommer und so. Es passt einfach jetzt zu dem Wetter mega gut. Und ja, Duschgele gehen bei mir immer sehr, sehr schnell leer, weil ich auch sehr viel verwende. Ich habe auch zu viel, aber ja. Dann eine Sache, die auch ganz neu ist und die ich total süß fand. Und zwar von Balea eine Tuchmaske, die nennt sich Blütentraum. Und Tuchmasken, finde ich, gehen immer, jetzt auch gerade im Sommer. Jetzt auch gerade im Sommer, wenn man viel in der Sonne war. Ich merke das auch, meine Haut ist fast schon wieder so trocken wie im Winter durch die ganze Sonne. Und ja, die soll halt intensiv Feuchtigkeit spenden und ist mit Kirschblütenextrakt. Und ich finde, die sieht so vom Packaging auch voll niedlich aus. Und ich glaube, das ist halt, ja, da sind wirklich Blumen drauf. Damit kann man halt auch echt nichts falsch machen, ne? Das ist wirklich für jede Haut. Das kann man sich einfach, wenn man so einen kleinen Spa-Moment haben will, mal auf die Haut legen. Und ich finde halt cool, dass Balea immer mit so Limited Editions rauskommt, die dann irgendwie so zur Jahreszeit passen, weil, wisst ihr, was ich meine? Dann ist man einfach so, dann hat man gerade einfach so den Vibe. Dann als nächstes ein Deo, was ich mitgenommen habe von Nivea. Und ich muss echt sagen, ich bin ja wirklich so ein Verpackungsopfer. Und diese Wasserfarben hier drauf, die erinnern mich so krass irgendwie an meinen Kanal, an meinen Hintergrund von meinen Thumbnails und so. Und da musste ich einfach an allen, ich glaube, es gab drei Sorten schnuppern. Und ich habe mich jetzt hier für Exotic Blossom entschieden. Also das nennt sich Fabulous Flower, aber der Geruch ist, glaube ich, Exotic Blossom. Und ja, so ist es, glaube ich, auf. Oh, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das so vom Geruch aber auch schon mal gab. Da ist jetzt einfach nur was anderes drauf oder so. Auf jeden Fall kommt mir der Geruch bekannt vor. Es gab auch noch sowas, da stand, glaube ich, Soft Silk drauf. Das roch halt wirklich so nach frisch gewaschener Wäsche. Mochte ich auch sehr gerne. Und ich finde halt einfach wirklich die Verpackung schön. Und es gibt übrigens mit diesem gleichen Design auch noch Duschgele. Finde ich auch ganz cool, aber ich hatte ja schon Duschgel mitgenommen. Und ich dachte, ich übertreibe es nicht. Dann eine Sache, auf die ich mega gespannt bin und die werden wir jetzt zusammen testen. Und zwar ein Lippenpflegestift von Balea. Da gibt es ja auch regelmäßig neue. Aber die Geruchsrichtung fand ich jetzt spannend und zwar Waldmeister. Wir machen den einfach mal auf. Der ist auch passend dazu grün. Und ich bin selber jetzt nicht so der Waldmeister-Fan. Also ich würde niemals Waldmeister-Eis bestellen oder wie nennt sich das? Wackelpudding, ne? Wackelpudding gibt es auch mit Waldmeister. Boah, nee, sowas mag ich gar nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie mir der jetzt gefallen wird. Oh. Der riecht voll süßlich. Ich trage ihn einfach mal auf. Ich habe jetzt auch nichts auf den Lippen. Das könnte auch grüner Apfel sein. Also,
Ich finde, da kommt man jetzt gerade gar nicht so auf. Waldmeister. Das ist gut. Irgendwie voll sommerlich und ja, also mich erinnert das halt so an so Apfel. Nicht an Waldmeister. Vielleicht mag ich dann doch Waldmeister. Dann hat es dieses eine Sache, die ich auch sehr interessant fand. Und ich glaube, die ist für viele interessant. Und zwar ist das ein Mangolassi von DM Bio. Und zwar ist der vegan. Der ist nämlich auf Kokosdrink-Basis. Und der besteht aus 79% Kokosnussdrink, dann 11% Mangopüree, dann Rohrzucker, okay, Maisstärke, Kokosöl, Maracuja-Saft und noch ein paar andere Sachen. Das ganze Ding sind 230 Milliliter und hat 152 Kalorien. Ist jetzt leider nicht gekühlt, deswegen mal gucken. Aber ich werde den jetzt einfach mal aufmachen. Ich finde halt wirklich gut, dass es auch mal eine vegane Version davon gibt. Lecker. Muss man aber kühlen. Ist jetzt zu warm irgendwie. Also ich muss sagen, ich kenne den normalen Mangolassi von Mio auch. Und ich finde den hier echt gerade besser. Dann die nächste Sache. Fand ich auch mega interessant. Da war auch so ein riesiger Aufsteller. Und zwar gibt es eine neue Reihe von Balea, muss man schon sagen. Die nennt sich Icy. Es gibt Icy Berry und Icy Kokos. Das sind alles so kleine Töpfchen. Und es gibt jeweils eine Body Cream und eine Gesichtsmaske. Also sowohl halt Berry als auch Kokos. Berry ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Aber Icy Kokos, ich bin gespannt. Body Cream. Ich habe mich jetzt für die Body Cream entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach so sehr kühlend dann auf der Haut ist. Auch sehr passend zum Wetter. Von der Konsistenz normal. Also halt so eine Creme. Sehr, sehr gut nach Kokos. Nicht zu intensiv, auch nicht zu süß. Ich habe gedacht, das riecht vielleicht so ein bisschen wie so ein Eisbonbon. Und ich hasse Eisbonbons, ne? Wirklich ekelhaft. Boah, mir wird da so schlecht von. Ganz schlimm. Das soll mit Mandelöl und Shea-Butter sein und Panthenol. Also sehr pflegend. Warum das jetzt icy heißt, weiß ich dann nicht. Weil hier steht auch nichts, dass es kühlen soll. Ich habe halt gedacht, das soll kühlen, so jetzt für den Sommer. Kommen wir direkt mal zum nächsten Produkt. Ich finde fast, dass man das sehr gut vergleichen kann. Also diese beiden Teile. Denn ich habe in der Probenabteilung auch eine Bodylotion gefunden von Balea, die nennt sich Coconut Kiss. Da gab es auch noch Melone. Genau, es gab Melone und Kokos. Fand ich erstmal vom Packaging mega süß. Perfekt zum Verreisen, hat nämlich 75 Milliliter. Mal gucken, ob der Duft jetzt anders ist als der andere. Also ich muss sagen, auf der Haut riecht das vielleicht ein ganz bisschen süßlicher. Also es riecht beides sehr gut nach Kokos. Das ist vielleicht ein bisschen süßer. Ansonsten sehe ich da jetzt gerade nicht so den Unterschied, auch so von der Konsistenz ist da jetzt kein krasser Unterschied. Ist jetzt für meinen Einkauf so ein bisschen fail, vielleicht hätte ich dann doch Melone nehmen sollen. Aber ja, für unterwegs ist die halt mega cool, mega süß vom Packaging. Und passend dazu habe ich auch in der Probenabteilung, ihr seht, ich stehe auf Kokos, etwas Cooles gefunden. Und ich finde wirklich, das ist die absolute Neuheit, glaube ich, weil das habe ich irgendwie noch nie gesehen. Und zwar ein 2-in-1 Produkt, aber nicht das typische, ja man kann es als Shampoo-Spülung und sonst was verwenden, sondern eine Packung, und zwar ist das hier oben, das blaue praktisch hier, ist das Shampoo. Und das pinke hier hinten ist die Spülung. Und man kann es halt so aufmachen. So und so. Also beides auf der gleichen Seite sozusagen, aber man sieht halt, dass das hier getrennt ist. Das gibt es nur in einer Sorte, auch wieder Coconut Kiss. Und das riecht so anders nochmal irgendwie. Es riecht so ein bisschen nach so einem Kokos-Kaumi, also sehr Bubblegum-lastig, sehr süßlich. Ich weiß nicht, ob ich das so mega gerade feiere. Ich denke, was es in den Haaren besser riechen wird. Aber riecht mal dran. Also ich finde halt die Idee dahinter mega genial einfach. Und ich finde auch, das sollte keine Limited Edition sein. Das sollte es am besten immer mal wieder geben mit verschiedenen Sorten. Dann habe ich hier noch ein Produkt, auf das ich auch sehr gespannt bin. Und zwar ist das ein neues Produkt von BB. Und zwar ein Lippenpflegestift mit Farbe. Gibt es ja von BB so noch gar nicht, beziehungsweise diese normalen Labellos, die eben halt so ein bisschen Farbe abgeben von Balea, die sind ja jetzt nicht wirklich sehr farbintensiv. Und hier gibt es jetzt 6 verschiedene Farben. Da gab es auch richtig kräftige Farben, also auch ein richtig, ja, richtiges knalliges Rot, ein richtiges, ja, so ein dunkler lila Ton und so. Ich habe mich jetzt allerdings für so einen Alltagston entschieden. Ich dachte nämlich, das wäre ganz spannend. Ist an sich ja eine coole Idee. Wäre halt ein Lippenpflegestift, der sehr gut eben pflegt und trotzdem Farbe abgibt. Und ich gehe mal davon aus, dass der nicht so krass deckend ist, aber das werden wir jetzt mal testen. Ich habe übrigens die Farbe Romantic Rose. So, ich habe übrigens gerade keinen Spiegel, gut. Oh, seht ihr das? Der ist mir direkt abgebrochen. Das liegt aber, glaube ich, nicht am Stift, sondern an der Wärme. Richtiger Fail, aber das ist jetzt hier so die Farbe. Ist halt sehr, ja, rosalastig. Ein bisschen rosaner als
die Verpackung hier so zeigt. Aber nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ist okay. Ist jetzt, denke ich mal, nicht mein mega, mega Favorit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die das sehr cool finden. Das waren alle Neuheiten, die ich so in der Drogerie gefunden habe. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Dann mache ich das so einmal im Monat ungefähr. Alle 3 Wochen. Kommt drauf an, wie viele coole Neuheiten es gibt. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und hier verlinke ich euch noch 2 weitere Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!